Willenbilder. Hm? Seltsam für einen Geistlichen, nicht? Meinen Sie? Ich finde das gar nicht so abwegig. Gottesdienst und Theater schließen sich nicht aus. Im Gegenteil. Es hat Zeiten gegeben, wo beides zu einer Einheit verschmolz. Denken Sie nur an die Mysterienspiele im Mittelalter. Ja, im Mittelalter. Übrigens, Inspektor, haben Sie schon meine neueste Errungenschaft gesehen? Ist das eine Puppenstube? Es ist ein Bühnenbildmodell zur Leicester-Schule. Zur Leicester-Schule? Ja, von Sheridan. Theaterdirektor Mountville hat es mir geschenkt. Heute Abend ist Premiere. Sie kommen doch auch, Inspektor. Ich weiß nicht, Pater Brown, das Theater ist mir ein bisschen fremd. Aber wir könnten doch zusammen hingehen. Dann kann ich Ihnen alles, was Sie nicht verstehen, erklären. Meinen Sie? Sheridan ist doch immerhin ein Klassiker. Ich denke, ich fange mit dem Erklären gleich an. Das ist Sir Teasel, gespielt von Ralph Rendell, dem Charakterdarsteller. Ja. Und das hier ist Lady Teasel. Privat heißt sie Mrs. Mountville. Ja, Mrs. Mountville. Ist das nicht die Frau des Theaterdirektors? Ja, Inspektor, Sie machen ja Fortschritte. Und das ist der jugendliche Held der Leicester-Schule, Robert Neck. Der Schauspieler heißt Norman Knight. Und das muss ich mir alles merken. Wozu? Aber Inspektor, Sie sind doch Kriminalist. Dabei sind die Rollen, die die Schauspieler auf der Bühne spielen, noch überschaubar. Wie meinen Sie das? Ich meine, dass die Rollen, die Sie privat spielen, viel undurchsichtiger sind. Sie machen mich neugierig, Pater Brown. Nehmen wir einmal unsere Mrs. Mountville. Eine hervorragende Schauspielerin, sie führt Regie, dabei ist sie mit dem Theaterdirektor verheiratet. Also eine sichere, ausgeglichene Existenz, möchte man meinen. Was wissen Sie noch? Wissen wäre zu viel gesagt, aber ich vermute einiges. Ein Schauspieler hat mir einmal im Vertrauen erzählt, eine fremde, geheimnisvolle Frau würde des Öfteren den Direktor besuchen. Seine Geliebte. Sowas soll ja vorkommen. Allem Anschein nach handelt es sich nicht um eine Liebesaffäre, sondern um Erpressung. Wie kommen Sie denn darauf? Nun, mein Gewährsmann hörte einmal aus dem Zimmer des Direktors einen heftigen Streit. Mit drohender Stimme sagte jene Unbekannte, ich bin deine Frau. Ha? Also Bigamie. Bigamie und Erpressung gehen allerdings oft Hand in Hand. Trotzdem, ich würde mit Schlussfolgerungen vorsichtig sein. Es war ja auch nur so eine Vermutung, nicht? Man macht sich so seine Gedanken. Die meist schwermütige Verfassung des Direktors Mountville. Pater Brown? Wer? Die Maroni. Ja, ja, ich komme sofort. Die Maroni hat sich in ihrer Garderobe eingeschlossen. Sie spielt die Marie. Ist sie hübsch? Hübsch und begabt, aber sie will nicht auftreten. Und nun ist die Probe und damit auch die Premiere in Gefahr. Vielleicht ist sie die Geliebte des Direktors. Was, die unbekannte fremde Frau? Ist. Vielleicht die Erpresserin. Alles ist möglich, aber bitte jetzt entschuldigen Sie mich, Inspektor. Ich muss nach dem Rechten sehen. Brauchen Sie mich, Pater Brown? Ich hoffe nicht. Die Maroni noch immer nicht herausgekommen. Nein, noch immer nicht. Wenn sie nur keine Dummheiten macht. Ach, noch mal. Star, alle hören schön und gut, aber wir haben doch leider keine Zeit dafür. Ist denn niemand mit der Maroni befreundet? Was ist denn niemand hier, der ihr gut zureden könnte? Der Einzige, der mit ihr fertig werden kann, ist der Priester von der Kirche nebenan, Pater Brown. Wir haben ihn schon gerufen. Er müsste eigentlich im Moment Gott hier sein. Gott zum Gruße. Grüß Gott, Pater. Grüß Gott. Gott zum Gruße. Sie ist noch immer drin. Sie wird schon ihren Grund dafür haben. Weiß jemand, weshalb sie so störrisch ist? Ich glaube, sie ist mit ihrer Rolle nicht zufrieden, Herr Direktor. Das sind Sie ja nie. Diese Komödianten. Ich habe ihr doch die beste Rolle gegeben, Maria, die junge Heldin. Für mich blieb wieder einmal nur eine ehrenwerte Matrone übrig, natürlich in meinem Alter. Aber an der Besetzung kann man doch jetzt nichts mehr ändern. In ein paar Stunden geht der Vorhang hoch zur Premiere. Also ich werde sie schon zur Raison bringen. Sam soll die Tür aufbrechen. Das würde ich nicht tun. Alles gefallen lassen? Sie wollen doch, dass die Maroni spielt. Sie ist Italienerin. Wenn Sie jetzt die Türe einbrechen, da wird sie vor Zorn explodieren und sich weigern, auch nur einen Moment länger hier zu bleiben. Wenn Sie die Maroni in Ruhe lassen, wird sie vielleicht aus bloßer Neugierde wieder zum Vorschein kommen. An ihrer Stelle würde ich die Türe bewachen lassen und abwarten. Ja, aber dann können wir nur die Szenen probieren, in denen die Maroni nicht auftritt. Im vierten Akt.
Wie lange brauchen wir zum Umbau? Etwa 10 Minuten. Na gut, also in 10 Minuten beginnt die Probe zum 4. Akt. Sen, Sie bleiben hier und bewachen die Tür. Ja, ich werde inzwischen den Inspizienten informieren. Pater Braun, wollen Sie nicht mit auf die Bühne kommen? Aber gern. Bitte. Da kann ich Ihnen dann das Original Ihres Modells zeigen. Akt. Ach, da ist ja schon die Dekoration zum 4. Akt. Nur ein paar Versatzstücke werden noch ausgetauscht. Glauben Sie, dass die letzte Schule Kasse machen wird, Direktor? Ach, nie im Leben. Das ist ein reines Verlustgeschäft. Aber meine Frau hat nun mal diesen klassischen Tick. Wenn ich was zu sagen hätte, ich meine, wenn es nach mir ginge, ich würde doch viel mehr Possen und Pantomimen aufführen. Ah, Sie meinen, die Leute wollen mehr Unterhaltung und keine Klassiker. Vor allen Dingen wollen die Leute nicht mitdenken. Die stürzen sich nicht gern in geistige Unkosten. Darf ich einen Augenblick stören? Ah, was ist denn schon wieder? Lady Miriam möchte Sie dringend sprechen. Sie sagen, ich bin beschäftigt. Ich habe keine Zeit. Sie lässt nicht locker. Sie sagt, Sie müssen sie... Mondwill, seit wann lassen Sie sich verleugnen? Milady, ich bitte tausendmal um Verzeihung, aber Unbefugte dürfen die Bühne nicht betreten. Die Unfallgefahr ist zu groß. Und der Pate da? Ist der etwa befugt? Oder gehört er gar zum Stück? Nein, zum Stück gerade nicht, aber fast schon zum Theater, nicht wahr, Direktor? Und außerdem, von oben genieße ich besonderen Schutz. Wenn man mich schon von der Bühne verjagt, dann kann man mir doch wenigstens einen Orchestersitz zur Verfügung stellen. Milady, ich verstehe Sie wirklich nicht. Ist das so schwer zu begreifen? Ich möchte mir die Probe ansehen, ich bin heute Abend verhindert. Aber die Proben sind eigentlich nicht öffentlich. Mit mir können Sie doch eine Ausnahme machen. Sie werden sehen, man wird mich überhaupt nicht bemerken. Es ist gegen die Vorschriften. Da brauchen Sie entschuldigen. Lassen Sie sich nicht aufhalten, Direktor. Ich muss ohnehin noch einmal nach der Maroni sehen. Glauben Sie mir doch, sie ist seine Geliebte. So dürfen Sie nicht reden. Ja. Schließlich ist er mein Mann. Ich wollte, ich könnte es vergessen. Nun, was macht unsere Maroni? Sie ist immer noch da. Ja, herausgekommen ist sie nicht, das hätte Mrs. Sands ihr bemerkt. Na ja, davon bin ich überzeugt. Robe beginnt. Herausgekommen ist sie noch nicht, die Maroni, aber... Was heißt das aber? Es hat vorhin der Ding so merkwürdig gescheppert. So als ob sie ein Fenster eingeschlagen hätte. Was, und dann bleiben Sie hier so ruhig stehen? Wir müssen hinein, haben Sie keinen Nachschlüssel? Ich kann doch nicht einfach. Auf meine Verantwortung. Sie hat uns reingelegt. Sie ist nicht mehr drin. Wohin führt dieser Schacht? Da gab es früher mal einen Notausgang neben dem Zimmer vom Direktor Mandeville. Jetzt geht es nur zum Bühneneingang. Was wird der Direktor sagen? Woher kam das? Ich glaube, aus dem Zimmer vom Direktor Mandeville. Mr. Mandeville! Mr. Mandeville, so hören Sie doch! Sam, es ist wie verhext. Wir müssen schon wieder einbrechen. Beim Direktor. Los, Sam, öffnen Sie. Es geht nicht. Der Schlüssel steckt von Ihnen. Es muss gehen. Versuchen Sie es noch einmal. Wenn ich den Schlüssel hineindrücken könnte. Hat sich. Es geht. Mr. Mandeville ist ermordet worden. Wir müssen die Polizei verständigen. Rufen Sie sofort Inspektor Smith an und sorgen Sie dafür, dass niemand das Theater verlässt. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Dann werde ich dir mal etwas sagen. Du hast mich vollkommen überzeugt. Wenn jetzt doch diese Dame deine Erklärung bestätigt... Ich denke gar nicht daran. Ich habe kein einziges Wort verstanden. Ich habe zwar auch nicht alles verstanden, aber... Aber meine Liebe, ich verstehe Sie nicht. Lassen Sie mich gefälligst ausreden, wenn ich auch kaum noch Hoffnung habe, dass Sie mir Glauben schenken. Sie verzeihen, Mrs. Mandeville. Vater Braun, Sie stören die Probe. Wir haben Ihren Gatten gefunden. Was ist mit meinem Mann? Er ist tot.
Eines Tages musste es ja so kommen. Wie meinen Sie das? Er war doch so herzkrank. Und er hat sie nie geschont. Die Probe ist zu Ende. Ich bitte um Verzeihung. Ich bewundere sie. Ja, sie hat einen starken Charakter. Sie hat nicht nur Charakter, sie ist auch sehr gescheit. Sie war Montville überlegen, aber sie hat es sich nie anmerken lassen. Sollte man nicht einen Arzt verständigen? Der Arzt ist unterwegs. Und auch die Kriminalpolizei. Die Kriminalpolizei? Mr. Montville wurde ermordet. Ermordet? Inspektor Smith wird jeden Moment hier sein. Vielleicht sagen Sie Ihren Kollegen, sie sollen sich noch einige Zeit zur Verfügung halten. Es wird Verhöre geben? Nach einem Mord lässt sich das nicht vermeiden. Geben Sie es auf, Lady Miriam. Tagsüber sind die Türen versperrt. Die Türen vom Zuschauerraum sind nur während der Vorstellung von Ihnen zu öffnen, damit bei einer Panik jeder Zuschauer einen Fluchtweg findet. Das Leben im Theater scheint ja äußerst gefährlich zu sein. Gefährlicher als Sie denken. Wohin wollen Sie denn, Levi? So schnell wie möglich hinaus. Aber wir haben doch keine Panik und Sie brauchen doch auch keinen Fluchtweg, oder? Wollen Sie damit sagen? Vor ein paar Minuten wurde Direktor Montville ermordet. Es macht keinen guten Eindruck, sich in einem solchen Augenblick um einen Fluchtweg zu bemühen. Ich habe mit diesem Mord nichts zu schaffen. Warum wollen Sie dann so rasch aus dem Theater? Sind Sie eigentlich ein Pate oder ein Kriminalist? Zugegeben, als Kriminalist bin ich nur Amateur. Dann möchte ich dem Amateur erklären, dass ich mit der ganzen Sache nichts zu tun haben will. Auch nicht als Zeugin? Nein, auch nicht als Zeugin. Ich möchte nicht in einen Skandal verwickelt werden. Wie Sie wollen, gnädige Frau. Aber ich fürchte, Inspektor Smith wird untröstlich sein. Gnädige Frau, ich darf Sie bitten, das Theater nicht zu verlassen. Das ist ja unerhört. Sie wissen wohl nicht, wer ich bin. Sie können es mir ja verraten. Lady Miriam Madden. Inspektor Smith. Kann ich jetzt gehen, Inspektor Smith? Bedauere, es wäre gegen meine Vorschriften. Vielleicht ist der Täter noch im Haus. Hat das Theater noch andere Ausgänge? Nur die Türen zum Zuschauerraum. Die halte ich immer verschlossen, aber man kann sie nur während der Vorstellung öffnen. Niemand darf das Haus verlassen. Wo ist das Zimmer des Direktors? Da drüben, ich bringe Sie hin. Konnte jemand durch den Bühneneingang entkommen? Ich glaube nicht. Ich war die ganze Zeit hier. Wenn jemand gegangen wäre, ich hätte ihn bestimmt gesehen. Ich brauche Sie im Augenblick nicht. Aber sagen Sie bitte allen im Haus, dass ich Sie noch sprechen möchte. Vielleicht fangen Sie mit den Schauspielern an. Und warum? Die werden immer sehr schnell nervös. Sind Sie etwa auch nervös? Nein. Und Sie haben auch keinen Grund, nervös zu sein? Ich? Nein. Ich will es hoffen. Sie sind mit Mrs. Montville befreundet, Mr. Norman Knight. Befreundet? Ich verehre Mrs. Montville als Kollegin. Schön. Sie waren also während der fraglichen Zeit auf der Bühne. Aber das sagte ich Ihnen doch bereits. Wir haben ununterbrochen den vierten Akt geprobt. Ich habe eine sehr schwierige Rolle, sehr viel Text und dauernd auf der Bühne. Wann haben Sie Direktor Montville zuletzt gesehen? Das war, ich erinnere mich genau. Wenige Minuten vor der Probe. Die Maroni hatte mal wieder verrückt gespielt und sich eingeschlossen. Wir standen vor ihrer Tür und Montville kam hinzu. Dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Danke, das genügt. Vorerst.
Vielleicht habe ich nachher noch einige Fragen. Sie können jetzt gehen. Wen möchten Sie jetzt sprechen, Inspektor? Lady Miriam, bitte. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ich protestiere gegen diese Behandlung. Ich werde mich bei der Polizeidirektion über Sie beschweren. Das steht Ihnen natürlich frei, Milady, aber vorerst möchte ich noch ein paar Fragen an Sie richten. Warum waren Sie heute Nachmittag im Theater? Weil ich heute Abend verhindert bin. Deshalb bat ich Mr. Montville, mir die Probe ansehen zu dürfen. Wo waren Sie, als Mr. Montville ermordet wurde? Im Zuschauerraum. Ah, woher wussten Sie denn, dass Montville ermordet wurde? Von Pater Brown. Er kam doch auf die Bühne. Und dann hatten Sie nichts Eiligeres zu tun, als das Theater zu verlassen? Weil ich Skandale verabscheue. Das fällt Ihnen aber wirklich spät ein. Wieso? Sie waren doch Montvilles Geliebte. Was? Sie waren die Geliebte des Ermordeten. Jedenfalls wird es behauptet. Das ist eine Verleumdung. Bitte. Und ich wundere mich, dass ein Beamter des Vereinigten Königreiches... Bitte, Lady Miriam, lassen wir das Vereinigte Königreich aus dem Spiel. Es tut mir leid, aber Sie dürfen das Theater nicht verlassen. Warten Sie bitte draußen. Ach, Pater Brown. Ich bin mitten im Verhör. Deshalb komme ich ja gerade, Inspektor. Wieso? Sind Sie vielleicht auch in diesen Mord verwickelt? In den Mord natürlich nicht, aber möglicherweise in die Aufklärung des Mordes. So, und was haben Sie bisher ermittelt? Oh, ich möchte Scotland Yard nicht vorgreifen. Sicher sind Sie dem Täter längst auf der Spur. So einfach ist die Sache nicht. Alle haben ein einwandfreies Alibi. Bis auf diese Maroni. Die Maroni ist unschuldig. Es handelt sich um ein Beichtkind, Inspektor. Ihr liebes Beichtkind, Hochwürden, hat das Fenster zerschlagen, wie ich höre, und auf recht dramatische Art das Theater verlassen. Sie erzählen mir nichts Neues. Angeblich ist sie gleich nach diesem Ausbruch nach Hause gegangen. Ich lasse das gerade nach. Wenn irgendjemand ein Alibi hat, dann hat es die Maroni. Zwei getrennte Zimmer, beide verschlossen. Und vor ihrer Tür Mrs. Sands als Wächterin. So lückenlos ist das Alibi nicht. Vielleicht ist sie durch das zerbrochene Fenster hierher ins Zimmer gekommen. In dieses von innen verschlossene Zimmer, Inspektor? Also, wie sie das gemacht hat, werde ich noch herausfinden. Aber dann wird sie verhaftet, und zwar ohne Rücksicht darauf, dass sie ihr Beichtkind ist, Hochwürden. Sie meinen wirklich... Die Maroni ist die Mörderin, ja. Ich werde Ihnen das beweisen. Es fehlen nur noch wenige Indizien. Inspektor, ich glaube, wir kommen der Lösung schon näher. Da hier sehen Sie einmal. Ein angefangener Brief. Ja, Montville muss ihn kurz vor seiner Ermordung geschrieben haben. Der Mörder hat ihn überrascht, es kam zu einem Handgemenge und dabei ist der Brief unter den Schreibtisch gefallen. Mein lieber Freund, du ahnst nicht, was ich hier durchmache. Das bezieht sich auf die Erpressung. Soeben hat sie von mir verlangt, dass ich die Theaterleitung niederlege. Wer ist sie? Die Mörderin. Das entspricht der Logik. Ja, aber wer ist die Mörderin? Die Maroni. Der Brief beweist es. Ich bin fasziniert, Inspektor. Ihre messerscharfe Logik ist wieder einmal überwältigend. Tja, Scotland Yard Schule. Die gute alte Scotland Yard Schule. Wenn diese Sie, Lady Miriam, wäre, würde Sie das sehr überraschen, Inspektor? Lady Miriam? Ihr Verhalten nach dem Mord war doch sehr ungewöhnlich. Lady Miriam. Vielleicht ist sie die fremde Unbekannte, von der hier im Theater so viel fantasiert wird. Mhm. Seine Geliebte. Erpressung. Erpressung und Mord. Ein klassischer Fall sozusagen. Ja, aber wie kam der Mörder oder die Mörderin in das verschlossene Zimmer? Das ist die Frage. Haben Sie schon alle Schauspieler verhört, Inspektor? Ja, und alle haben ein einwandfreies Alibi. Auch Ralph Rendell, Mrs. Montville und diesen Norman Knight, den ich für den Liebhaber der Montville halte. Scheiden alle als Täter aus. Sie waren während der Tatzeit auf der Probe, da oben auf der Bühne. Sehr merkwürdig. Inspektor, ist der Brief sehr unangenehm für den Täter? Im höchsten Grade belastet. Seltsam. Warum hat der Mörder den Brief nicht vernichtet? Er muss ihn doch gesehen haben. Na, vielleicht wurde er gestört bei seiner schrecklichen Tätigkeit. Aber ich bin überzeugt, er kommt zurück. Um den Brief zu holen? Ja. Ins verschlossene Zimmer? Ins verschlossene Zimmer. Ja, Pater Brown, jetzt kann ich Ihnen nicht mehr folgen. Lieber Inspektor, Sie brauchen mir gar nicht weit folgen. Bloß auf den Korridor. Kommen Sie. Kommen Sie, Inspektor. Es ist bloß ein Experiment, aber vielleicht lohnt es sich.
Verschließen Sie bitte das Direktionszimmer. Jawohl. Das Zimmer wird jetzt amtlich versiegelt. Die Untersuchung wird morgen fortgesetzt. Sie können jetzt gehen. Alle. Mörderin Ihres Mannes. Frau Direktor. Ich fürchte, Ihre Direktionszeit ist abgelaufen. Hat sie diesen Brief suchen sollten? Hier ist er. Pater Brown, Sie sind ein Phänomen. In diesem Fall war es nicht schwer, ein Phänomen zu sein. Erinnern Sie sich an unser Gespräch über das Bühnenmodell? Ich sagte Ihnen, dass mir der Ehe der Mandeville verdächtig vorkam. War sie denn so in Norman Knight verliebt? Ich hoffe es. Es wäre die menschlichste Entschuldigung. Aber ich fürchte, sie wollte ihren Mann nur loswerden. Mr. Mandeville war ihr, wie sagen Sie beim Theater, zu provinziell. Sie wollte Karriere machen, an der Seite eines glänzenden Schauspielers. Aber warum hat sie sich dann nicht scheiden lassen? Vielleicht hat sie es versucht, aber Mandeville war gegen eine Trennung. Aha. Mrs. Mandeville hat also ihren Mann aus kühler Berechnung ermordet. Ja, und sie hatte ein vorzügliches Alibi. Ein perfektes Alibi. Pater Brown, wie kamen Sie auf die Idee, dass dieses Zimmer eine Geheimtür hat? Sehen Sie, Inspektor? Ich besitze zwar nicht das kriminologische Wissen eines Scotland Yard-Experten, aber dafür einige Theaterkenntnisse. Bitte kommen Sie, Inspektor. Früher diente diese Versenkung dem Auftritt von Teufeln etc. Aber seit dem Umbau des Theaters benutzte sie der Ermordete als Fluchtweg, wenn einer seiner Schauspieler ihn unbedingt sprechen wollte und sich nicht abweisen ließ. Dass dieses altmodische Gebilde noch funktioniert, wusste außer dem Ermordeten nur noch seine Frau. Als sich die Maroni in ihrer Garderobe eingeschlossen hatte, überlegten die Schauspieler, welche Szenen sie ohne die Maroni probieren könnten. Spontan schlug Mrs. Mandeville den vierten Akt vor. Aber was hat der vierte Akt von Sheridans Lästerschule mit der Ermordung von Mr. Mandeville zu tun? Sehr viel. Im vierten Akt der Lästerschule ist Lady Teasel, und Mrs. Mandeville spielte ja die Lady Teasel, eine beträchtliche Zeit auf der Bühne, und zwar hier. Aber für die anderen Schauspieler unsichtbar. Wie lange? Etwa 4 Minuten. Die reichten aus, um Mandeville zu töten. Ein grandioses Alibi. Ja, das Alibi einer Schauspielerin.